Moin Leute, was geht und damit herzlich willkommen zu einer kleinen Special-Folge von GTA 3. Ja, beziehungsweise die ganzen nächsten Folgen werden so kleine Special-Folgen sein. Und zwar, ich habe einmal ein bisschen die Arbeit gemacht und meinen ganzen PC mal auf Englisch gestellt, sodass wir jetzt hier die Uncut-Version von GTA 3 spielen. Also es gibt ja nämlich eine geschnittene Version und eine ungeschnittene Version. Die ungeschnittene Version ist eigentlich die richtige Version und dann gibt es halt noch speziell für Deutschland oder sogar Europa, ich weiß jetzt gar nicht, ob es jetzt nur Deutschland oder ganz Europa ist, eine geschnittene Version, wo so ein paar Sachen aus dem Spiel entfernt wurden. Man kann das Ganze sehr leicht umgehen, weil es ist nach wie vor das gleiche Spiel. Man stellt halt einfach den ganzen PC auf Englisch, also sprich Zeit auf Englisch, Tastatur auf Englisch, Sprache auf Englisch, alles auf Englisch. Das Spiel bleibt dabei aber weiter auf Deutsch. Und dann wird das ganze Spiel uncut. Quasi. Dann denkt das Spiel einfach, wir sind hier in der USA oder so und dann, ja, ist uncut. Es gibt ja so ein paar kleine Dinge, die ja anders sind. Das kann ich euch einfach gleich mal ein bisschen demonstrieren. Und zwar, das wollte ich einsteigen, wollte ich jetzt eigentlich nicht. Es ist aber der Typ. Und da sieht man schon, oho, hier spritzt ja Blut und man sieht auch, die droppen Geld. Das ist eigentlich die Uncut-Version jetzt. Es spritzt Blut. Die Passanten droppen Geld. Was man auch machen kann, man kann Leuten den Kopf abschießen. Oder Körperteile, besser gesagt. Dem schieße ich jetzt zum Beispiel einfach mal einen Kopf ab. Der ist ab. Lol. Der ist eiskalt ab, der Kopf. Oh, hier sind die. Oh, scheiße, Diablos. Aua, aua, aua. Diablos. Diablos sind doof. Na gut, dann habe ich jetzt nichts abgeschossen. Schießt der jetzt mal das Bein ab hier? Oh, hohohoho. Eiskalt das Bein abgeschossen. Oder? Warte mal. Ne, den habe ich nichts abgeschossen. Aber. Habe ich auch nichts abgeschossen? Oh, ey, müsst ihr mich jetzt hier nerven, ihr scheiß Diablos? Alter. Warte mal. Hau ab hier. Warte mal. Eiskalt abgeschossen. Was habe ich dem so abgeschossen? Mal ganz kurz gucken. Ich habe den einen Arm abgeschossen, wie man sieht. Das ist auch ganz witzig. Ich kann jetzt einfach mal. Wobei, so witzig ist es eigentlich nicht, aber irgendwie doch. So, weil es GTA ist und so. Ich kann jetzt einfach mal einen Raketenwerfer auf die zielen und dann sieht man, hier liegt der Arm rum. Hier liegt der Rest rum. Aber. Ah ja. Ist eigentlich ganz interessant, so die Uncut-Version. Aber sieht man einfach eiskalt. Hier liegt ein Bein rum, da liegt ein Arm rum. Da liegt ein Kopf rum. Alter Schwede, ey. Hier liegt ein Arm rum, da liegt ein Bein rum. Das ist einfach die Uncut-Version. Man kann die Leute richtig auseinandernehmen, was halt in Deutschland theoretisch verboten ist eigentlich. Ja. Ich mache jetzt mal ganz kurz hier wieder alles richtig, dass wir wieder Rüstung haben. Es gibt noch eine kleine andere Sache. Wir gucken nämlich mal. Wir haben bloß noch 99%. Was ist denn jetzt los? Ja, und zwar, es gibt auch eine kleine Missionssorte. In der Uncut-Version, die in der deutschen Version, also in der Cut-Version, gar nicht enthalten ist. Huch. Und zwar Amokläufe. Die sind hier, also eine Uncut-Version, die wir das ganze Let's Play über gespielt haben, gar nicht vorhanden gewesen. Es gab zwei Story-Missionen, die eigentlich auch nach dem Stil der Amoklauf-Missionen gemacht sind, die aber drinnen waren. Einmal mussten wir ja, glaube, 20 Triaden oder so killen in 2,5 Minuten oder so, weiß ich gar nicht mehr genau. War ziemlich zum Anfang des Let's Plays. Und da mussten wir nochmal im Drive-By 20 Hoods oder so erledigen, oder waren es 30 oder 25? Ich weiß es nicht mehr. Habe jetzt die Zahlen nicht genau im Kopf. Auf jeden Fall, da sind noch Story-Missionen drin. Die waren nicht rausgeschnitten. Und da habe ich das auch schon ein paar Mal angeteasert, dass es ja auch diese Amoklauf-Missionen gibt, die aber aus der deutschen Version entfernt wurden. Ich habe damals, als ich GTA 3 angefangen habe, mich mehr für die Cut-Version entschieden, weil ich erstens zu faul war, auf Uncut zu stellen, ganz PC auf Englisch zu machen. Und außerdem war ich zum Anfang des Let's Plays noch nicht so scharf drauf. Ich habe mir jetzt aber so gedacht, jetzt habe ich mal GTA 3 fertig. Irgendwas fehlt hier noch. Und ja, die Amoklauf-Mission ist halt. Und darum soll es in den nächsten Folgen gehen. Wir werden jetzt quasi noch zusätzlich also einen Uncut 100% machen. Einen Cut 100% haben wir ja letzte Folge gemacht. Da stand da netterweise
100%, jetzt wo ich Uncut gemacht habe, steht hier wieder 99%. Und zwar jetzt, wenn du noch bestandene Amokfahrten 0 von 20. Es gibt nämlich 20 Stück. Was es auch noch gibt, irgendwo muss es hier, warte mal, ich gehe nochmal neu in die Statistiken. Was auch noch so eine kleine Änderung gegenüber Cut und Uncut. Es gibt eine Statistik, wie viele Leute man erledigt hat im Spiel verschiedene Tage. Von dir absolvierte Person 1462. Das heißt, wir haben 1462 Leute auf dem Gewissen im gesamten Let's Play gehabt. Ist auch noch so eine Statistik, die es in der Cut-Version gibt. In der Cut-Version soll halt einfach verhindert werden, dass man sinnlos Leute tötet. Ja, finde ich auch bescheuert, aber ist so. Sei es Jay, was willst du? Eigentlich gehört es dazu, aber die sind anderer Meinung hier. Gut, ich würde einfach mal sagen, ich speichere ganz kurz und dann legen wir mit der Amok-Lauf-Mission gleich einfach mal los. Ich muss mal kurz gucken, dass das hier mein Speicherstand. I don't know. Ich habe hier, glaube ich, irgendwas bisschen was verkackt hier. Wobei. Klein Moment mal. Den Spielstand löschen wir hier. Irgendwas ist da, wo mal schief laufen, keine Ahnung. Dann speichere ich das jetzt wieder auf Stand 1. Das finde ich besser. So. Genau, jetzt haben wir auf Stand 1 hier schon wieder überschrieben. Gut. Ich produziere, also man sieht am Datum, ich produziere das alles hier gerade ein bisschen dolle noch vor. Aber naja. Hauptsache, es kommt irgendwann mal online. Ich werde das Ganze jetzt übrigens immer sonntags hochladen. Also die anderen Tage der Woche kommt ja jetzt um die Uhrzeit 18 Uhr immer Y-City. Habe ich ja am Dienstag gestartet, das Projekt. Und jeden Sonntag mache ich jetzt immer so ein Amoklauf GTA 3 Video, wo wir die ganzen Amokläufer jetzt noch durchgehen. Das habe ich nämlich jetzt noch vor. Ich habe hier ein bisschen was parat gelegt. Ich habe jetzt schon mehr 6 Minuten bloß gelabert, ist okay. Ich habe jetzt eine Liste parat gelegt und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal los. Was habe ich denn hier in der Garage drin? Keine Ahnung. Ich habe hier ein Kuruma drin. Ne, ein Sentinel ist das. Ich habe hier Sentinel drin. So. Gucken wir mal. Erster Amoklauf wäre 10 Fahrzeuge mit Granaten zerstören. Dann gucken wir mal, wo der ist. Warte mal. Warte mal, warte mal. Also ich habe die Amokläufe jetzt privat schon mal einmal vorgezockt, so ein bisschen, dass ich ungefähr weiß, was mich erwartet. Deswegen muss ich die jetzt nicht mehr ganz so dolle suchen. Wir fahren ja erstmal schön durchs Trianon-Gebiet. Wir müssen irgendwie auf die Gleise kommen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo das war. Oh, scheiße. Nein, 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 nein. Arschloch. Ja, das ist doch unfair. Hallo. Sack. Mann, Mann, Mann. Jetzt kann ich nochmal neue Rüstung holen. Danke, Trian, für nichts, ey. Lol. Ja, da hat man gesehen, man kann jetzt auch auf Leute einschlagen, noch. Mit dem Baseballschläger, was vorher auch nicht ging. Wir wesen noch in dieser Folge einen Amoklauf machen. Und bitte Flashback, das wäre auch ganz nett eigentlich. So, jetzt darf ich mir nochmal neue Rüstung holen. Das war richtiger Fail jetzt hier. Warte mal. Ach, da warte, das ist da oben in St. Mark's. Kleinen Moment mal. Kleinen Moment mal. Muss erstmal ins Hotel wieder zurechtkommen. So viel weiß ich jetzt gespielt, dass ich voll aus der 3 raus bin. Ist so. Hier oben müssen wir hin. Genau, und hier gibt es diese Rampe. Da müssen wir irgendwie auf die Gleise hoch. Beziehungsweise wir können es auch ein bisschen leichter machen. Müssen nicht unbedingt Stunt nehmen. Können auch einfach sagen, dass wir hier hochgehen und hier auf die Gleise einfach rennen. Hier auf die Gleise müsste jetzt irgendwo so ein Symbol sein, darum kommt es auch schon. Geht nämlich sowieso viel schneller, es hier rüber zu machen. Das sind nämlich diese Symbole, die wir noch nicht gesehen haben in GTA. Das sind diese Amoklauf-Symbole. Ja, und ich würde sagen, los geht's. Wir müssen jetzt, geh einfach mal rein. Steht, zerstöre 10 Fahrzeuge in 29 Sekunden. Wir haben oben Granaten, das ist das Besondere an Amoklauf-Missionen. Wir müssen, also wir haben unendlich Muni. Oh, scheiße. Warte mal, zerstört schnell.
Da haben wir schon mal 9 bloß noch. Nice! 2 erwischt. Oh, doch nur 1 erwischt. Schade. Warte mal. Warte mal, das ist das Problem jetzt. So ein bisschen. So, ich glaube, der müsste auch zählen. Nee, zählt nicht, weil wir den nicht erledigt haben. Es ist ganz schön stressig, die Mission hier. So, haben wir. Nice. Es ist auch sehr rüstungsaufwendig hier. Warte mal, den Krankenwagen holen wir uns mal. Warte mal. Aua. Nehmen wir uns den noch mit. Dann nehmen wir uns den noch mit hier. Dann nehmen wir uns den noch mit hier. Was? Oh, ich bin tot. Scheiße. Shit. Okay, das ist nämlich das Problem. So ein bisschen an der Amoklauf-Mission. Die sind böse. Sehr böse. Shit. Mann, ey. Ich fand auch 10 Fahrzeuge waren auch sehr tough, muss ich sagen. Weil du einfach so viel Damage nimmst. So, pass mal auf, ich lade mal ganz kurz das Spiel neu. Okay, Moment mal, weil ich jetzt keine Rüstung habe, das ist ein bisschen dumm jetzt. Hätte sogar fast geschafft, aber da war die Energie mit mal weg. Shit. Warte mal. Den wollte ich ja. Fahren wir da mal nochmal hoch. So, mal gucken, wie wir es diesmal machen. Ist natürlich schön blöd, wenn die Energie nicht ausreicht. Ich sag, diese Mission war tough. Mit den 10 Fahrzeugen, weil die Granate einfach so viel abnimmt. Granaten sind richtig beschissenes Werkzeug, wenn man so will. Da man ja noch nicht mal Zeit hat, richtig, ist das nicht sehr einfach. Da gibt es wesentlich bessere. Also es gibt wirklich so ein paar Amokläufe, die sind echt ein bisschen fragwürdig. Also, wo man sich echt halt am Kopf fasst und so denkt, wie kommt man auf so eine Scheiße? Wenn wir im Laufe der nächsten Wochen noch ein paar sehen. Jetzt gucke ich mal nochmal. So, und nochmal zerstöre 10 Fahrzeuge. Ja, ist okay. Mein ganzes Leben hier schon wieder weg. Geht mal hier weg, Mafiosi. Ja! Ja, wie viele Mafiosis hier sind! RIP! Was war denn das jetzt für eine Scheiße? Ich hätte nicht mal ein Fahrzeug gekriegt. Da waren ja alle voller Mafiosi gerade. Ja, was ist das denn für eine Scheiße, ey, wirklich? Das war eben gerade nicht. Das war jetzt zum Beispiel richtig schlechtes RNG. Alle voller Mafiosi. Und vor allem, du bist noch schusslos ausgeliefert vor denen, wenn du die Granaten hast, weil du kannst die nicht richtig besiegen. Das Problem ist halt einfach bei der Amoklauf-Mission wieder, du hast dann auch bloß die eine Waffe, die du nehmen darfst, auch bloß zur Verfügung. Ich habe dann wirklich nur Granaten, die ich nehmen darf. Davon zwar unendlich, aber ich habe nur Granaten dann. Das ist das Problem. Ja. Das bedeutet, du bist denen auch mehr oder weniger schutzlos ausgeliefert. Naja. Gucken wir mal nochmal. Es war komisch, dass da bei meiner Uhrzeit jetzt hier steht 9.44 am. Und nicht 9.44 Uhr einfach. Das ist abends voll komisch, wenn dann 8.46 pm steht und dabei ist es 20 Uhr. Weiß nicht, was die Briten sich dabei gedacht haben, aber naja. So, ich werfe jetzt mal was runter hier. Es hat nichts gebracht, außer dass jetzt schon die Jensen. Nichts getroffen. Willst du mich verarschen? Hier, gib mal her. Gib mal her. Nein, 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 nein. Ja, du wirf doch mal Granaten hier. Hauptsache 3 Sterne. Jetzt schon. Und kaum noch Leben. Willst du mich verarschen hier? Weg hier, weg hier, weg hier. Tot.
Das ist so behämmert, diese Mission. So behämmert. Also wirklich, der Amoklauf ist richtig behämmert. Wir haben gleich einen richtig guten erwischt, der richtig behämmert ist schon. Es gibt ein paar richtig interessante eigentlich. Oh, der ist so richtig. Ey, ne. Da habe ich lange gesessen, auch bis ich das hingekriegt habe mit 10 Fahrzeugen. Die anderen gehen eigentlich. Es gibt noch andere, die total bescheuert sind, aber. Ich finde, die anderen in Portland gehen eigentlich. Sagen wir mal so. Aber 10 Fahrzeuge mit Granaten ist tough. Muss ich jetzt mal so sagen. Und auch nicht sehr angenehm. Weil du einfach instant tot bist irgendwie. Teilweise. Da musst du mal richtig gutes RNG haben. Wir machen das heute in dieser Folge fertig. Sag ich so, wie es ist. Mir ist scheißegal, wie lange die jetzt geht hier. Wir machen den jetzt. So. Eigentlich ist es ja dann sogar noch so, wenn man einen Amoklauf verkackt, dass der an einer anderen Stelle dann spawnt. Es gibt immer zwei Positionen, wo die sind. Das ist jetzt Position 1. Dadurch, dass ich jetzt immer neu lade, ist er jetzt immer wieder hier. Aber ich habe jetzt keine Lust, dann jedes Mal vom Krankenhaus nach Hause zu fahren, Rüstung zu holen. Dann kann ich auch einfach schnell neu laden. Das geht schneller. So. So, toll. Nichts getroffen. Ich nehme jetzt mal dieses Taxi hier mit. Ach, und es hat nicht mal gezählt. Toll, danke. Danke für nichts. Polizeifahrzeugwagen hier mal. Polizeiwagen. Polizeiwagen. Problem ist, die Passanten, die wollen jetzt auch noch gucken, dass sie was auf die Reihe kriegen hier. Auto. Warte mal. Ach, scheiße. Oh, warte mal. Hier ist eine kleine. Habe ich eine kleine Combo ausgelöst? Zwei noch. Jetzt wird es aber unangenehm mit 3 Sternen langsam. Hier haben wir noch eine Polizeikarre. So. Und hier noch. Komm, komm, komm. Und weg, 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 weg. Ja, er brennt, er brennt. Ja. Belohnung 50. 5000. Easy. Haben wir. Einfach mit ein bisschen Taktik vorgehen. Ich brauche mal kurz ein Auto hier. So. Genau. Speichern wir jetzt kurz ab. Reicht mir aus. Das war jetzt gerade die erste Amoklauf-Mission. Davon gibt es jetzt halt noch 19 weitere. Mal gucken, wie viel waren so, wie viel wir so pro Folge schaffen. Keine Ahnung. Will jetzt auch nicht zu viele Sonntage hier mit verdödeln. Sondern ist relativ wenige Sonntage damit benutzen, aber naja. So, einmal ganz kurz. So machen und dann werden wir ganz kurz speichern. Ganz wichtig. Jetzt können wir ganz kurz gucken in der Statistiken. Gucken wir mal. Begonnene Amokfahrten, bestandene Amokfahrten, einer von 20. Haben wir jetzt genug zu tun die nächsten Sonntage. Ich würde sagen, das war's für diese Woche mit GTA 3 Amoklau mit GTA 3 Amokläufen. Wir machen nächste Woche Sonntag kommt dann da wieder ein weiteres Video. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!